jetzt wird das Motorgehäuse weiter angepasst. Und zwar werden hier die Überströmer passend zum Zylinder gefräst. Hier sieht man gutes Original am Motor. Während hier die angepasste Variante ist, hier oben muss natürlich noch gefräst werden, aber hier sieht man schon mal, wie weit das nach unten ausläuft im Vergleich zu hier. Hier sind auch die nötigen Änderungen angezeichnet. Daran orientiert sich der Daniel beim Fräsen und dann passt das nachher genau zum Zylinder und kann somit die optimale Leistung erreichen. Der Daniel hat jetzt hier die Stege weggeschliffen mit einem passenden Schleifaufsatz. Wichtig für das Oversize-Kit, weil das sonst nicht passt. Das schleift dann sonst hier über besagte Stege. Ebenso wichtig ist, dass man das sauber macht. Das muss danach glatt sein. Es bringt nichts, wenn ihr das nur schnell runterschrubbt und dann hier scharfe Kanten drin habt. Dann habt ihr ruckzuck den Keilriemen durchgerabbelt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deshalb lieber einmal richtig machen, schön sauber schleifen, dass das glatt ist und sich gut anfühlt. Und dann ist das auch erledigt. Jetzt werden hier mit Hilfe dieses Gewindeschneiders werden jetzt nochmal die Gewinde am Motorgehäuse nachgeschnitten für den Vario-Deckel, damit das später auch alles gut hält bzw. sich gut verschrauben lässt. Ihr kennt das sicher, wenn ein Gewinde mal verknauselt ist, dann dauert das nicht lange und dann hält es gar nicht mehr. Deshalb machen wir das jetzt nochmal alles neu und dann passt es auch genau. Jetzt wird der Motor nochmal komplett gereinigt mit speziellen Motorreiniger und dann werden wir langsam beginnen, die ersten Teile einzubauen. Das heißt, neue Lager rein, Kurbelwelle rein, zusammenstecken, ne? Getriebe rein und so weiter und den Rest kennt ihr, werdet ihr sehen, Zylinder und so weiter. Das kommt alles dann in den nächsten Tagen. Das reine Gehäuse an sich ist jetzt erstmal angepasst. Wir haben das Motorgehäuse gespindelt. Wir haben die Überströmer passend gefräst für den Zylinder. Wir haben jetzt sämtliche Gewinde neu geschnitten. Jetzt wird noch das Optische, also das Äußere, noch ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und dann geht es, wie gesagt, an den Anbau. Einbau, Zusammenbau, wie auch immer. Ne? Ihr wisst, was gemeint ist. Was haben wir hier im Eisfach? Tada! Die Kurbelwelle und die Lager. Ne? Ihr kennt das sicher schon, für die, die es nicht wissen. Ich erkläre es gerne noch mal kurz. Kurbelwelle und Lager unter Kälteeinwirkung schrumpfen die natürlich etwas zusammen und der Motorblock ist natürlich relativ, also da ist alles sehr passend am Werk, ne? Deshalb ist es einfacher, die Sachen reinzubekommen, wenn sie durch die Kälte zusammenschrumpfen. Zusätzlich wird das Motorgehäuse von uns noch heiß gemacht. Morgen dann, wenn wir die Welle einbauen, das heißt, das Motorgehäuse dehnt sich durch die Hitze aus, während die Lager und die Welle zusammengeschrumpft sind. Und dann, flupp, passt alles perfekt ineinander, ohne größere Gewaltanwendung. Und wenn sich alles wieder normalisiert hat, sitzt alles so, wie es soll. Ganz easy eigentlich. Muss man nur dran denken, dass man tags vorher am besten, bevor man es einbaut, schon vorbereitet, schon ins Kühlfach legt, alles top.